Hallo zusammen und willkommen im Schlossgarten Wildegg. Ich bin Mira und ich bin zuständig für die Samenbibliothek von Prospezia Rara. Ich zeige euch heute, wie ihr zum perfekten Salat in eurem Garten kommt. Wir stehen jetzt hier beim Salatbeet, auch wenn man das jetzt auf den ersten Blick nicht gerade würde sehen. Die sind nämlich schon alle in die Höhe geschossen. Es lohnt sich, die Salatköpfe im eigenen Garten gut zu beobachten, weil wenn ich nämlich zum Beispiel den, der als erstes in die Höhe schiesst, später zum Samenernten verwendet, dann vererbt sich die Eigenschaft und ihr habt nach ein paar Jahren lauter Salat, die ganz schnell in die Höhe schiessen. Und das wollen wir ja nicht. Darum warten wir und nehmen die für die Samenvermehrung, die eben ganz lang schönen Kopf bildet und nicht in die Höhe schiessen. Wenn ihr das regelmässig macht und vor allem ein paar Jahre in eurem Garten macht, dann habt ihr je länger, je mehr Salat, die in eurem Garten besonders gut wachsen, weil sie sich nämlich an die Umweltbedingungen, die bei euch vorherrschen, gewöhnt haben und eben dann darum besonders schön kommen. Man sieht jetzt schon, dass die Salat bald werden Blüten bilden. Wenn die Salat in die Höhe gehen, lohnt es sich schon ziemlich früh anfangen mit Entblättern da unten. Da unten ist es meistens recht feucht und es kann sich schnell mal Fäulnis bilden. Im schlechtesten Fall fällt der ganze Stängel durch und die Pflanze geht um. Wenn man da ein bisschen die Blätter weggenommen hat, dann kann man dann auch sehr gut die einzelnen Pflanzen anbinden, an einem Bambus stecken, am besten jede einzeln, weil desto mehr sich da oben die Blüten entwickeln, desto schwerer und grösser wird die Pflanze und bei ein bisschen Sturm kann sie leicht mal umkehren. Wenn die Blüten verblüht sind, bilden sich kleine weisse Fallschirmchen, ganz ähnlich wie beim Löwenzahn. Das ist das Zeichen, dass die Samen reif sind und wir mit der Samenernte anfangen können. Am einfachsten zipfelt man dann solche weisse Büschchen raus und zupft gerade das weisse Fallschirmchen ab. Dann hat man schon ganz saubere Samen. Wenn man eine grössere Samenmenge hat, wo es noch Rückstände von trockenen Blättern oder Staub drin hat, dann kann man die ganz einfach in ein Schälchen tun und fein reinblasen. Dann fliegen all die leichten Teile davon und man hat nachher ganz schön saubere Samen. Die Salatsamen reifen nicht alle aufs Mal, sondern über einen längeren Zeitraum. Es lässt sich auch nicht vermeiden, dass einige Samen einfach am Boden fallen, wo sie dann später im Frühling, manchmal auch schon im Herbst, wieder auskommen. Und das ist eigentlich das Beste an der ganzen Sache, weil die Salat, die kommen am allerbesten und die Schnecken fressen sie sozusagen gar nicht.